Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Diesmal in der Open Beta und abgesehen von einigen Fehlerverbesserungen gibt es jetzt auch eine deutsche Sprachausgabe. So viel schon mal vorab. Wir befinden uns jetzt in einer der drei neu freigeschalteten, beziehungsweise der ersten neu freigeschalteten weiteren Story-Missionen mit dem Titel Zurück zu den Anfängen. Wir sollen Josiah Hill finden. Und wie gewohnt haben wir natürlich den Guided Mode deaktiviert, den geführten Modus. Und ja, ich bin jetzt eben durch die, weil die Save Games sind natürlich nicht übernommen worden. Das war mir aber von Anfang an klar. Und deshalb bin ich gerade schnell durch die ersten beiden Missionen durchgerusht. Deswegen haben wir jetzt kaum was an Munition. Unser Gear Score ist bei 12 und ja, aber kaum was an Waffen meine ich. Aber das ist mir vollkommen egal. So, finden Sie den Treffpunkt der Ghosts. Josiah Hill ist im südöstlichen Teil der Region Smuggler Coves. Er versteckt sich in einer Hütte in Nähe des Dead Horse Swamp. So, also, südöstlicher Teil der Region Smuggler Coves. Das ist hier. Südosten wäre hier irgendwo. Er versteckt sich in einer Hütte in der Nähe des Dead Horse Swamp. Das hier ist keine wirkliche Hütte, das sieht eher aus wie eine Villa. Hier wäre eine Hütte und da vielleicht auch. Ich setze mal hier eine Markierung hin. Und dann fliegen wir dort mal hin. Ich mag das System total gerne immer noch, dass man selbst auf der Karte gucken muss, wo was ist. Ich finde das total klasse. Was ich nicht so klasse finde, ist, dass immer noch nur diese blöde neue Helikoptersteuerung drin ist. Aber ich habe auch eben schon, also das heißt eben so vor 3 Stunden oder so, schon einen anderen Charakter bis auf Gearscore 9, 10 gespielt. Um halt auszuprobieren, beziehungsweise ich bin noch dabei, der ist erst, ich habe den jetzt unterbrochen für die Mission, damit die Mission morgen erscheinen kann, weil ich ja ein Video machen will, in dem ich schaue, wie weit man den Gearscore treiben kann, ohne einmal nach Erewhon zu kommen. Da ist auch ein Biwak, sehe ich. Und ja, also im Moment auf 19. Das geht garantiert noch weiter. Ich bin gespannt. Aber das seht ihr dann am Montag in dem Video. So, da landen wir hier mal einigermaßen sanft. Die Helikopter sind auch ein bisschen robuster geworden. Die Grafik hat sich verbessert. Ich finde, das sieht so gut aus einfach. Und ja, das ist einfach ein rundum etwas runderes Erlebnis geworden, wie es das noch in der, als es das noch in der Closed Beta war. Hallo Biwak. So, da draußen gibt es noch eine Kiste, die nehmen wir zuerst mit. Eine MG, die ich nicht haben will. Hier haben wir irgendein Sammelobjekt, Fundstück. Biografie von Souvenir aus Afghanistan, okay. So, öffnen. Hey, Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen.
Josiah. Ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Oh, Dialogoption. Glaub mir, Walker ist ein Verräter. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich glaube das nicht. Ich habe ihn bewundert, weißt du? Hast dich wohl getäuscht. Also, was hältst du davon? Entweder Walker hat das Schiff versenkt, oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. Sie haben gerade eine Information erhalten, die eine Nachforschung zum Abschluss bringen kann. Hier ist die offene Frage, wer hat das US-Militärschiff versenkt? Hier sind die Hinweise, der Rahmen ist ein bisschen versetzt, aber es ist noch Beta. Also, auch wenn das Spiel schon am Dienstag für die Vorbesteller der Gold-Version und aufwärts erscheint, ist es ja trotzdem eine frühere Version. Also ich denke, da wird einiges mehr noch gefixt sein. Also hier sind die Hinweise, die Sie gesammelt haben. Klicken Sie hier, um die Nachforschung zum Abschluss zu bringen. Auszug aus Jaskels digitalem Tagebuch, das von Josiah Hill in dessen Versteck in Dead Horse Swamp geborgen wurde. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz auszudrücken, der sich an diesem Tag in den Tiefen meiner Seele breit gemacht hat. Der Moment, als ich von der geheimen Fracht der USS-CSA erfahren habe, hat sich für immer in mein Gedächtnis gefressen, weil er mein Handeln in diesem Moment bestimmt hat. Ich musste dieses Schiff um jeden Preis versenken, also war das Jaskel, der das Schiff versenkt hat. Es war ein kleines Opfer im Austausch für Millionen geretteter Leben. Warum also lastet es so schwer auf mir? Die Legionen haben die USS-CSA versenkt und dafür gesorgt, dass diese Zerstörung auch Ohr niemals verlässt. Es war die richtige Entscheidung. Also warum nimmt sie mich derart mit? Skell versenkte das Schiff, um zu verhindern, dass etwas Aurora verlässt. Ja, das kennen wir ja schon. Lösen. Jay Skell hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt! Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spüre Skell auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. Okay. Zu den Verbesserungen jetzt in der Open Beta zählt übrigens auch schnellere Animationen beim Hinlegen, Hinknien, Aufstehen und so weiter, beim Waffenwechsel und auch beim Rennen. Wenn man rennt und stehen bleibt, bleibt man viel schneller jetzt stehen. So, nächste Mission. Achso, nein, Moment, zurück zu den Anfängen. Sprechen Sie mit Schulz, dann teleportieren wir uns doch nochmal. Huch, nee, ich wollte das nicht. Ich dachte gerade, lösen wäre Einsatz lösen. Moment. Nochmal Informationen über das Geld sammeln. So, und jetzt Erewhon, Schnellreise. So. Ja, also ganz ehrlich. Das Spiel macht mir jetzt schon so viel Spaß, wie ich ihn zuletzt bei Wildlands hatte. Und das hier ist noch eine Beta. Also mir macht es echt einen Haufen Spaß. Und das mit dem Loot fällt eigentlich gar nicht mehr so auf, wie ich das am Anfang hatte. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich in der Delta Company jetzt bin. Denn ich darf ausdrücklich und soll auch Kritik äußern
wenn mir etwas sauer aufstößt. Aber ganz ehrlich, vielleicht liegt es auch an meinem unbändigen Hype, den ich mittlerweile für das Spiel habe. Ich habe so einen Hype, ich habe mir sogar das Breakpoint-Buch vorbestellt und zwei andere Ghost Recon-Bücher bestellt, so Romane, weil ich bin einfach überhyped. Kann natürlich auch sein, dass meine Meinung dadurch getrübt ist, aber oder dass ich mich vielleicht einfach so wieder, keine Ahnung, damit arrangiert habe mit dem Loot-Kram. Und das macht mir nichts mehr aus. Ich meine, ändern kann man sowieso nichts mehr dran. Und dann kann ich ja auch genauso gut einfach mich damit arrangieren. Ja, und das Spiel genießen. So, zurück zu den Anfängen. Ja, ich habe, also wie ihr seht, ich habe die Nebeneinsätze jetzt nicht gemacht, weil ich einfach euch die Hauptmission zeigen wollte, die letzten drei. Mats, haben es die Leute vom Strand geschafft? Sie meinen Überlebende? Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hab mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und einen Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mats, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter. Das ist keine Kleinigkeit. Das sind Ghostleader. Ghostlead. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jay Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohne. Einen Moment. Sie glauben, Jace steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund. Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme. Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay. Aber Skell hat Priorität. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben hier noch den Standardrucksack an. Und ich habe die Nebenmissionen nicht gemacht. Das heißt, wir haben Maides Schal aus Bolivien nicht gefunden. Und doch ist er hier am Rucksack dran. Also ich gehe davon aus, dass das Maides Schal ist, denn im Cosplay Guide steht das so drin, dass Nomad, das hier ist ja Nomads Rucksack, dass der Maides Schal aus Bolivien da dran hat. So, sprechen Sie mit Fox. Wo ist Fox? Sprechen Sie mit Fox. Ja, Fox. Wo ist Fox? Wo ist der hin? Ich sagte doch irgendwie, folgen Sie mir? Ah, da vorne. Ich bin gesundheitlich ein klein bisschen angeschlagen, also seht's mir nach, wenn ich ab und zu huste oder mich räusper. Ich versuche, wenn ich huste, das Mikrofon stumm zu schalten, aber kann nicht versprechen, dass es immer klappt. Oder auch wenn ich niesen muss. So. Informationen über Chase Skell sammeln. Okay, Fox. Was haben Sie? Ich sage es Ihnen, Jace hat nichts damit zu tun. Es war ein Insider. Dieser schickte mir ein Video von dem, der bei Sentinel das Sagen hat. An der Südküste gibt's eine beschissen starke Brandung. Nicht fluchen. Echt jetzt? Verteilt Stone neuerdings Strafen fürs Fluchen? Frag ihn doch selbst. Captain Gibson. Captain Coleman. Die beiden Soldaten, die ich sehen wollte. Mr. Stone?
Operation Citadel ist ein herausragender Erfolg. Keine Kommunikation erreicht oder verlässt die Insel. Die Drohnenüberwachung ist aktiv. Und während Miss Puri da draußen die Herzen erobert, werden Sie sich um die Unruhestifter kümmern. Captain Coleman, bringen Sie diese Bauern unter Kontrolle. Es gibt hochmoderne Technologie, die ich gern nutzen würde. Klingt gut. Captain Gibson, kümmern Sie sich um diese terroristische Bombenlegerin und ihre Outcasts. Es sind nicht mehr viele übrig. Aber sie sind in Ihrem Gebiet. Finden Sie sie, vernichten Sie sie. Sir, wie sieht es mit den Haftanlagen aus? Ich sagte vernichten, nicht fangen. Na, lieben Sie es nicht auch, im Südpazifik zu sein? Wie die Meeresbrise einen Hauch von Jasmin verbreitet. Fast wie in Savannah. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da draußen. Wenn Sie einen Ghost aus einem der Helis sehen, dann erschießen Sie ihn. Jace steckt eindeutig nicht dahinter. Hören Sie, selbst wenn Sentinel allein verantwortlich ist, Ihr Freund hat die Kontrolle über Aurora verloren. Er hat das Frachtschiff versenkt und ich muss ihn finden. Er ist der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Gut. Also schön. Er hat eine Villa hier in den Hügeln. Der Türcode ist 120386. Geben Sie ihm eine Chance. Mehr will ich nicht. Ja, okay, nice. Erreichen Sie die Wohnanlage Long Valley. Skell hat eine Villa im südlichen Teil der Region New Argyll. Er befindet sich in der Wohnanlage Long Valley südlich von Sween Mountain. Südlicher Teil von Argyll und südlich von Sween Mountain. Wo ist Argyll? Das ist Fenbok. Da ist New Argyll. Südlich, eine Wohnanlage südlich von Sween Mountain. Das hier ist wohl eine Wohnanlage. Ich würde vermuten, dass es hier ist. Oder doch da? Ich meine, das hier sieht aus wie eine, wenn das hier Wege sind, sieht das aus wie mehrere verbundene Wohnungen. Aber er hat ja eine Villa. Also gehe ich davon aus, dass es das hier ist. Und das hier sieht nicht aus wie eine Villa. Sieht aus wie, ja, wie ein kleines Dorf. Aber das hier sieht aus wie eine Villa. Also, aufi. Nochmal schnell zum Biwak, wenn ich es finde. Oh, ich finde diese Höhle schrecklich. Die Orientierung hier drin. Kann natürlich auch sein, dass es an meinem Orientierungssinn liegt, der schlechter ist als der vom Grashalm, aber vielleicht ist es einfach vom Design her. Es ist echt schön, die Höhle, aber ich tue mich immer sehr schwer, damit hier irgendwas zu finden, vor allem den Ausgang. So, einmal hinsetzen und dann wieder aufstehen. Ja, können wir sofort aufbrechen. Das Nachtsichtgerät scheint übrigens auch überarbeitet worden zu sein. Ist nicht mehr ganz so milchig weiß, da kann ich hier drin gar nicht zeigen. So, wo ist der Ausgang? Ich bin hier immer so verwirrt. Das ist so schlimm. Wo ist denn dieser Tisch, wo die alle drumherum stehen? Da. Das heißt, wir müssen da vorbei. Da ist da oben der Ausgang, ja. Eine Katastrophe. Irgendwie so, keine Ahnung. Leuchtpoller oder Knicklichter oder irgendwas auf den Boden legen. Damit man zumindest vom Biwak den Weg nach draußen findet. Das wäre sehr nett. Wie heißt der? Ishunboshi.
dass hier Leute rumlaufen. Oh. Wayne. Juckt mich jetzt nicht wenig, nicht so sehr. Passt nicht ganz mit der Story zusammen. Wenn wir die einzige Überlebende sind, da drin laufen lauter andere rum. Also nicht der einzige, sondern einer von wenigen. Aber ja. Es gibt Schlimmeres. Das Gameplay ist einfach, das macht für so viele, macht so vieles wieder wett. Ich finde es schade, dass man sich im Heli nicht umgucken kann. Weil es halt nicht die klassische Heli-Steuerung gibt. Aber naja, hey. It is, wie es ist. Und es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also von daher, alles gut. Ich bereue die 93 Euro oder wie viel es waren. Nicht, die ich dafür ausgegeben habe. Ich habe mir die Deluxe Edition geholt und habe dann mit den Ubisoft-Punkten, mit diesen Credits, habe ich mir 20% Rabatt gesichert. Also, ich bin froh, dass ich die Version habe. Wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht, würde ich vielleicht sogar auf eine Collector's Edition upgraden. Aber ich habe auch gar keinen Platz für diese Statue hier irgendwo hinzustellen. Noch nicht, aber wir ziehen bald um und dann hätte ich Platz. So, scheint richtig gewesen zu sein, was ich vermutet habe. Das hier sind auch echt Luxuswohnungen, hier auch mit Pool. Aber das hier ist eindeutig luxuriöser. So, wir landen mal, keine Ahnung, irgendwo außerhalb, nicht ganz so weit außerhalb. Da vielleicht. Verdächtiges Geräusch, das heißt, das ist ein Gegner. So. Dann setzen wir mal die Drohne ein. Hallo Gegner. Skell anwesend. Ja, findest du? Denkst du, hier stimmt irgendwas nicht? Du bist ja ein richtiger Sherlock. Der Wahnsinn. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Auto von da hinten. Na, da kommt ein Auto von da hinten. Tarnung in Bauchlage. So. Wenn man dann die Drohne loslässt, dann geht man aus der Tarnung raus. Egal. Ich kann die Drohne nicht mehr einsetzen. Was soll das? Drohne. Ist jetzt ein Cooldown oder was? Normalerweise. Geht ein Cooldown doch erst, wenn... Warum bin ich denn hier? Okay. Ich kann die Drohne nicht benutzen. Drohne! Aber ich kann die da ausschalten. Leider hat die Waffe hier mit diesem coolen Skin, die M4A1 Assault Wailer, hat leider keinen Schalldämpfer. Ich habe noch eine M4A1 mit Schalldämpfer dabei, aber weißt du was, ich rüste die jetzt aus. Komm, so der Geiz. Wo ist sie? Hier. So, aber hier haben wir auch unsere Sniper. Mit der können wir die Gegner so auch schon mal plätten. So. Droni ist wieder bereit, so wie es aussieht. Nein, hier ist keine Audioverzögerung. Einfach nur eine Hirnverzögerung. Kann ich die durch die Scheiben markieren? Ja, nice. Das sind echt viele Gegner. Gegnerz. Angeblich wollten irgendwelche Truppen hier landen. Mehr weiß ich auch nicht. Mit wem spricht er? Funk? Oh, guck mal, hier wäre eine Lieferdrohne gewesen. Egal. Ah, ne, Moment, das ist so eine Überwachungsdrohne.
Tür. Badadadam. You sure you wanna do that? Moment. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir sonst nix. Ablenkungsköder. Nö, aber Minen bitte. Danke. Die Frage, wo gehen die jetzt hin? Gehen die jetzt dahin, wo die Drohne runtergekommen ist oder dahin, wo ich geschossen habe? Weißgelds Villa schnüffelt eine feindliche Person rum. Verstanden. Passt gut auf. Die kommt zu mir. Das finde ich jetzt nicht cool. Alright. Vielleicht doch eine Granate? Oh fuck, nicht schon wieder. Ich will nicht selbst vergasen. Verdammt. Shit. So. Oh, von hier sehe ich nichts. Schnee zu tief. Verdammt. Yay. Ein Fertigkeitspunkt freigeschaltet. Ich weiß nicht, was die geändert haben, aber... Also die Einstellungen sind noch genauso, wie ich sie in der Open Beta, in der Closed Beta hatte. Ich weiß nicht, was die geändert haben, aber... Also es ist nicht mehr so milchig. Ist immer noch ein bisschen... Es wirkt ein bisschen unscharf stellenweise, aber... Es sieht einfach so viel besser aus. Oder meine Erinnerung trügt mich. Das kann natürlich auch sein. Sitzt der im Wasser? Ne, der ist unten drunter, ne? Right, party people. Ready to die. Alright. Komm, ich will die andere wieder. Ich meine, da jetzt die Kacke am Dampfen ist. Bam. Ich meine, ich habe wieder die Sturmklasse genommen, weil wir die auch in den ersten Missionen, glaube ich, hatten. Oder zumindest zuletzt hatten. Oh, oh. Was haben wir hier? Schuhe. Gute Schuhe? Gute Schuhe. Gute Schuhe. Gut. Ich finde zwar die Waffen, die Waffensounds könnten noch ein bisschen mehr Punch vertragen. Aber die Entwickler haben sogar schon angedeutet, dass sie daran arbeiten. Für die Release-Version. Vielleicht auch ein bisschen später, man weiß ja nie. Was? Ich habe jetzt natürlich keinen Nahkampfvisier da drauf, das ist schlecht. War wahrscheinlich nichts. Aber wenn sich jemand umtreibt, find ich. Nee, das war gar nichts. Ich mache hier schnell ein Nahkampfvisier drauf. Oder ich mache hier auch das gleiche Visier. Dieses hier drauf. Habe ich nah und fern zugleich. Oder ich wechsle hier in die Schulterperspektive. Bin ich eigentlich kein so Fan von, auch wenn es echt cool aussieht. Wenn man so sieht. Das finde ich cool. Waren das Schüsse? So, wieder Ego-Perspektive bitte. Konzentration! Ist das kugelsicheres Glas? Nein. Nein, ich bin drin. Kann man diese Drohne zerstören? Nö.
Erste Treppe. Ich höre Schritte. Viele Schritte. Da kommen sie. 3, 2, 1. Bam. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich weine jetzt schon, weil ich weiß, dass... dass erstens halt natürlich nochmal gewiped wird, bevor das... bevor die Release-Version rauskommt, und zum anderen, weil zwischen Beta-Ende und Release ein Tag liegen, wo ich dann nicht spielen kann. Boah, ich hätte so gern Urlaub, um das Spiel zu zocken, ganz ehrlich. Ich habe sogar gelesen, im Discord hat einer ein Knöllchen gekriegt, also ist geblitzt worden, weil er so schnell nach Hause gefahren ist, weil er unbedingt die Beta spielen wollte. Und dann gab es am Anfang Serverprobleme und die Beta ist ein, zwei Stunden später an den Start gegangen. Ich glaube eine Stunde, anderthalb, irgendwie so. Das war... tja. Aber ganz ehrlich, wenn man sich selbst und andere gefährdet, um eine Beta spielen zu können, dann sollte man vielleicht einen Arzt aufsuchen. Vielleicht. Ich kann den Hype verstehen. Ich bin auch ultra gehypt. Aber ich würde deswegen jetzt nicht rasen. Natürlich, steck einfach das Essen ein. Warum auch nicht? Gibt es einen Haufen Fundstücke? Die wollen wir uns natürlich nicht alle angucken jetzt. Das machen wir alles dann in den hoffentlich Livestreams, aber dazu gleich mehr. Auszug aus Jay Skells digitalem Tagebuch in einem Computer in seiner Unterkunft geborgen. Also Jay Skells Tagebuch Teil 2. Wir gehen die Optionen aus. Zweifellos hat Walker inzwischen mitbekommen, dass ich seine Pläne durchkreuzt habe. Es ist klar, was ich tun muss. Untertauchen und gleichzeitig einen Weg finden, die Kontrolle zu behalten und zurückzuschlagen. Wenn ich es schaffe, online zu bleiben, kann ich immer noch siegen. Wenn ich es irgendwie schaffe, die Kontrolle über die Drohnen auf Aurora zu übernehmen, beherrsche ich die Insel. Dazu müssen sie mit Point Zero verbunden sein. Ich muss die Verbindung testen, um eine zukünftige Funktionsfähigkeit auf ganz Aurora zu gewährleisten. Und dafür muss ich eine Verbindung zu einem Drohnentestgelände aufbauen. Fennbock ist gut geeignet. Mhm. Ein Satz abgeschlossen. Sie haben Chase Skells letzte Aufenthaltsorte gefunden. Na so, zurück zu den Livestreams. Oder dem Livestream, den Streams, kann man schon mal anheften, wird aber eine neue Folge, keine Sorge. Mein Internet ist hier momentan ziemlich grottig, also sehr unbeständig. Es ist heute Morgen allein innerhalb von 20 Minuten dreimal ausgefallen. Aber es liegt am Router, es liegt nicht am Internet selbst, sondern es liegt am Router. Und ich habe auch schon heute mit Vodafone telefoniert. Und die haben das bestätigt, dass es am Router liegt. Und deswegen bekommen wir jetzt einen neuen Router geschickt. Mit ein bisschen Glück kommt der dann sogar noch vor dem 1. Oktober an. Und dann klappt das mit den Livestreams auf jeden Fall. Wenn nicht, kann es sein, dass die Livestreams so lange ausfallen müssen. Aber das sehen wir dann. Ich probiere es auf jeden Fall. So oder so. Und ja. So. Sammeln wir hier immer noch die ganzen Dinger hier ein. Und dann beenden wir die Folge. Was haben wir hier? Grüne Handschuhe. Black Hawk Handschuhe. Guckt euch das an. Schon fast GTA-Niveau. Das sieht echt sehr gut aus. Ich mag vor allem die Lichtstimmung. Das Licht finde ich so unglaublich cool. Alles zusammen. Dum, dum. Jetzt haben wir hier noch so eine geschlossene Tür. Ein Serverraum. Cool.
Ah, hier ist so eine Tür, wo man den Sentinel reintragen kann. Und hier auch, okay. Das mag ich auch. Ich mag eigentlich fast alles an dem Spiel, also. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich bin ein kleines bisschen verknallt. Oder verhypt. Moment, da draußen liegt doch noch einer, den ich eben da hingelegt habe. Unsanft. Da. Die können wir mitnehmen. Hat der gerade mit den Armen gezuckt? Hat die Arme etwas näher ein bisschen angezogen? Und das sieht doch schon ganz gut aus hier. Hilfe. Kann man den Ball wegschieben? Kicken? Ja. Das finde ich immer cool. Wo war das noch? Da hinten runter. Okay. Ich will wissen, was da drin ist. Bam, 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 bam. Damit ich die Folge dann auch standesgemäß beenden kann. Und dann in der nächsten Folge direkt zum nächsten Auftragsgebiet vorrücken kann. Okay, die geht gar nicht auf, aber die andere da geht auf jeden Fall. Tja, die hier. Was haben wir jetzt hier? 3 Sensorgranaten und Simultanschussdrohnen. Okay, gut, hat sich doch gelohnt. Nice. Okay, ich weiß nicht, wo die anderen Drohnen sind, beziehungsweise ich sehe es auf der Karte, aber ich weiß nicht, wie man hinkommt. Irgendwie ist mir auch fast egal. Wie gesagt, also der Loot fällt nicht so extrem auf. Ich habe auch schon ein klein bisschen ohne, also mit minimalem HUD gespielt und auf extremer Schwierigkeit, wie ich das auch in den Livestreams machen werde. Und da fällt der Loot quasi gar nicht mehr auf. Da sammeln sie Dinge auf, aber es kommt kein Pop-up. Man merkt gar nicht, dass man Loot aufsammelt. Ab und zu guckt man dann mal seine Ausrüstung durch. Gut ist, er hat immer noch das Problem hier. Okay. So. Dann, meine lieben Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Bis morgen mit der Mission Skell unterwegs. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.